Eine Rose. Sie lag einfach da, still und bis jetzt ungesehen. Ein Wunder, dass der Wind sie noch nicht weggeweht hatte. Zu meiner Überraschung war die Rose weiß und nicht rot, wie man es sonst kennt. Mich ziemlich wundernd hob ich sie auf, sah sie mir genauer an und beschloss, dass da nichts Auffälliges dran war, bis ich etwas anderes bemerkte, das vor meinen Füßen lag. Eine Spielkarte. Die Pik 10. Das wunderte mich dann doch etwas mehr. So brachte ich die Rose und auch die Karte rein und legte sie auf meinen Schreibtisch. Ich nahm mir vor, am Abend nochmal genauer mich damit zu befassen. Jetzt musste ich zur Schule und rannte auch los, da ich wegen der blöden 3 Minuten, die ich für die Rosenaktion gebraucht hatte, etwas zu spät für den Bus war, wenn ich langsam ging. Als ich am Mittag zu Hause ankam, kam mir meine Mutter mit kreidebleichem Gesicht entgegen. Auf die Frage, was los sei, entgegnete sie, warum ich denn die guten, alten, im Keller gelagerten Spielkarten meines Vaters so übel bekritzelt habe und ob das echtes Blut wäre, mit dem ich darauf geschrieben hätte. In meinem Kopf bildete sich nur ein einziger Satz. Was zur Hölle? Ich hab sie nicht angerührt, Mom. Die lag da so vor heute Morgen vor unserer Tür, ehrlich. Dass sie mir das nicht glaubte, war so klar. Zum Glück sagte sie nur, ich solle demnächst die Finger von den Karten lassen. Und wenn sie mich noch einmal erwischen würde, würde es mir leid tun. Mütter. Ich nickte und ging dann, so schnell wie möglich, ohne dass es auffällig wurde, hoch in mein Zimmer. Zum Glück lag die Karte noch da. Ich habe sie sofort hochgehoben und die Schrift untersucht und wurde auf der Rückseite fündig. Es war eine große, mit etwas Rotem gezeichnete 5. Also aussehen tat es wie Blut. Ich schluckte und legte die Karte wieder weg. Das hatte ich am Morgen nicht bemerkt. Wie war diese Karte vor meine Haustür gelangt? Was hieß diese 5? Und die Rose, war das echtes Blut? Mir schwirrten mehrere Fragen durch meinen Kopf. Seufzend setzte ich mich an den Schreibtisch, als ich noch etwas bemerkte, was meine Mom zum Glück nicht bemerkt hatte. In meine Schreibtischplatte war etwas eingeritzt, genau dort, wo die Karte eben noch gelegen hatte. Finde mich. Scheiße! Woher kam das? Ich hatte das mit Sicherheit nicht da hineingeritzt. Verängstigt, zitternd. Ja, ich weiß, wie unrealistisch es klingt, aber irgendjemand muss sich doch hier im Haus befinden und Zugang zu allem haben, oder? Schob ich meine Tastatur über die 2 Worte und seufzte. Hoffentlich sah Mom das nicht. Mein Spiel hat begonnen. Viel Spaß. Und denke daran, finde mich. Entsetzt kreischte ich auf und drehte mich um, so hektisch, dass mein Stuhl durchs Zimmer flog. Da hatte jemand eindeutig etwas gesagt. Ich hatte es genau gehört. Jemand war hier im Zimmer. Nein, 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 nein. Ich werde nicht so horrorfilmdämlich sein und mich jetzt umdrehen, nur um in das Gesicht des Mörders zu blicken, der mich erst zerfleischt, sobald ich ihn ansehe. Mm-mm. Nada, gibt's nicht. Tja, was sagst du jetzt, du beschissener Mörder? Okay, nein, 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 das ist doch albern. Zitternd drehe ich mich langsam um. Doch hier war nichts. Hallo? Fiepte ich. Okay, das war jetzt echt dämlich. Aber ich hatte Angst. Ziemlich lange saß ich zitternd und fiepsend an meinem Schreibtisch, mit Blick zur Tür, also ins Zimmer, bis sich die Türklinke bewegte. Und an diesem Punkt, ich schwöre, sprang ich vor Schreck halb durch die Decke. Doch es war nur Mom. Das musste aussehen
wie ich hier leichenblass mit dem Schock meines Lebens und zitternd saß. Und das nach der Sache mit den Karten heute Mittag. Na toll. Ich hab dich rufen gehört. Was ist los? Kam es von Mom und ich seufzte erleichtert. Obwohl, ich hatte sie nicht gerufen. Wie konnte sie da etwas hören? Hier war eindeutig etwas faul. Schon gut, murmelte ich, immer noch leicht zittrig, bevor ich mich an einem Lächeln versuchte. Ich hab mich nur erschreckt. Da flog ein Vogel gegens Fenster. Noch schlechter lügen kann man wohl auch nicht. Mom merkte das natürlich auch. Super. Dafür siehst du aber ein bisschen sehr bleich aus, Kleine. Bist du sicher, dass da nichts ist? Schon alleine wegen dem Spitznamen genervt stand ich auf, um sie aus dem Zimmer zu scheuchen. Ja, wirklich. Und jetzt geh, ich muss Hausaufgaben machen. Das wirkte dann auch wieder und ich war wieder alleine. Ich konnte mir den Kopf zerbrechen. Was auch immer hier war, wollte, dass ich es fand. Aber wie sollte ich anfangen zu suchen, wenn ich nicht einmal wusste, wonach? Ach was, bestimmt war das nur ein Spaß von einem meiner Freunde. Mit diesem Gedanken beruhigte ich mich für den Rest des Tages dann auch. Bis zum nächsten Morgen. Es begann wie gestern. Ich ging raus, um zur Schule zu gehen, und das Erste, was mir auffiel, war eine Rose. Dieses Mal war sie zart rosa, und wieder lag eine Spielkarte dabei. Piek Bube. Da ich nicht wollte, dass Mom die Karte schon wieder fand und ich Ärger dafür bekam, nahm ich sie dieses Mal mit. Natürlich drehte ich sie um. Eine mit demselben roten Zeug gemalte 4 stand auf der Rückseite. Ich schluckte. Doch heute ließ ich mich nicht davon ablenken. Ich steckte beides ein und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Du hast noch nicht angefangen zu suchen? Die Zeit läuft ab. Fang an. Finde mich. Fuck! Vor Schreck sprang ich meiner Freundin in die Arme. Woher kam das denn jetzt wieder? Dieses Flüstern. Hey, alles okay? Fragte sie nur besorgt und sah mich an wie meine Mutter gestern. Ja klar, ich hab mich vor diesem Flüstern erschreckt. Sie hatte ja die ganze Zeit direkt neben mir gestanden. Da musste sie es doch auch gehört haben, oder? Ihrem Gesicht zu urteilen nach nicht. Na super. Flüstern? Kam dann auch direkt die dazugehörige Frage. Ach, schon gut. Ich hab mich verhört. Ich hab schlecht geschlafen und bin wohl etwas schreckhaft, erwiderte ich peinlich berührt, grinsend. Sie schüttelte nur den Kopf, lächelte dann aber, bevor der Bus kam. In der Schule angekommen, geschah dann direkt das nächste Unglück. Ich ging ins Klassenzimmer und setzte mich an meinen Tisch. Was ich hier sah, war etwas ins Holz geritztes. Finde mich. Okay, jetzt reicht's. Wer zur Hölle macht diesen Scheiß? Das ist nicht mehr lustig! Kreischte ich soeben in die Klasse. Zu allem Überfluss kam genau in dem Moment mein Lehrer herein. Was für einen Scheiß denn? Fragte er pikiert. Er hatte etwas gegen alle Wörter, die jegliche Ausdrucksweise, die nicht Firmenmeeting tauglich waren. Und mein Satz war so ziemlich der Inbegriff der teuflischen Jugendsprache für ihn. Daran, dass es echt schlimme Wörter gab, wagte er erst gar nicht zu denken. Ließ ich kleinlaut vernehmen. Jemand bekritzelt seit gestern meine Tische. Da es gestern nur ein Schreibtisch gewesen war, musste ich ja nichts erwähnen. So, und wer? Kam es von ihm zurück. Ich guckte genervt und verständnislos. Wenn ich das wüsste, würde ich ja nicht so hier herumbrüllen. Mit diesen Worten wurde ich auch schon von ihm ruhig gestellt. Er sagte einfach, egal wer es war, solle aufhören und begann dann seinen Unterricht. Kann ich es ihm verdenken?
Nein, nicht unbedingt. Zu Hause war das Erste, was ich tat, in mein Zimmer zu rennen und mich in mein Bett zu verkriechen. Beide Rosen und beide Spielkarten in der Hand. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt dieses verdammte Rätsel, mit dem mich jemand ärgern wollte, zu lösen. Fehlanzeige. Ich kam kein Stück weiter in den nächsten 4 Stunden. Sogar das Essen hatte ich ausfallen lassen, was zur Folge hatte, dass ich nun echt hungrig war. Also ging ich runter in die Küche, um mir etwas von dem Abendessen wieder aufzuwärmen. Ich nahm mir was aus dem Kühlschrank und stockte. Hinter mir stand etwas. Das war nicht mein Schatten. Schweren Herzens drehte ich mich um, nur um nichts zu sehen. Okay, okay, Finn. Du wirst noch paranoid. Ja, ich hieß als Mädchen Finn. Ich hasste diesen Namen. Und meine Eltern dafür, dass sie ihn mir gegeben hatten. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ziemlich geknickt darüber, dass alles nur noch schlimmer wurde, aß ich und ging dann zu Bett. Mein Traum in dieser Nacht war echt seltsam. Zuerst nur Dunkelheit und dann eine dünne Stimme, die sich anhörte, als würden Blätter im Wind rascheln. Das Flüstern. Ich versuchte etwas wahrzunehmen, etwas Visuelles, aber nein. Nur die Stimme ertönte. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Ich hab dich ausgesucht. Du musst mit mir spielen. Mein Spiel macht Spaß. Versteck dich oder finde mich. Doch gib Acht. Ich gewinne immer. Gegen Ende wurde es zu einem ohrenbetäubenden Brüllen. Ich hatte die Augen weit aufgerissen. So langsam zeichneten sich die Umrisse eines komplett leeren Raumes ab. Doch was ich dann erkannte, trieb mir selbst im Traum die Tränen in die Augen. Ich war hier. Nein. Halt! Es waren Spiegel. Ich selbst blickte mir tausende Male ins Gesicht. Und doch war ich entstellt. Meine Augäpfel hingen aus den Augenhöhlen und ein riesiges Lächeln war mir ins Gesicht geschnitten und wieder zugenäht worden. Zudem fehlte mir ein Arm und sämtliche Gedärme hingen mir aus dem Bauch. Ich musste würgen. Dieser Anblick. Doch schließlich erkannte ich hinter mir eine Gestalt. Sie war groß. Und komplett schwarz. Ich konnte nur ein unerkennbares, von schwarz-weißem Haar umwehtes Gesicht sehen. Versteck dich. Oder finde mich. Und damit wachte ich auch schon zitternd und schweißgebadet auf. Ganz ruhig. Das, wovon du geträumt hast, zeigt nur, wie sehr es dich beschäftigt. Im Traum verarbeitet das Unterbewusstsein nur das, was es über den Tag beschäftigt hat. Das ist nichts Aber woher kam die Gestalt? Und wieso war ich ausgeweidet? Zitternd stand ich auf, als etwas an mein Fenster klopfte. Ich sah auf den Wecker. 1 Uhr nachts. Dann sah ich nach einem erneuten Klopfen zum Fenster. Ein Rabe saß davor, der eine hellrote Rose im Schnabel hielt. Seufzend ging ich hin und öffnete das Fenster, um die Rose entgegenzunehmen. Natürlich war auch eine Spielkarte dabei. Pik Dame. Ich verkroch mich wieder in mein Bett, mit beiden in der Hand. Wieder fiel mir auf, dass auf der Karte, natürlich auf der Rückseite, eine Zahl gemalt war. Eine 3. Es schien eine Art Countdown zu sein. Ähnlich wie beim Versteckspielen. Moment mal. In meinem Kopf schien sich etwas zusammenzufügen. Ich sollte also mit dem Ding spielen und es finden. Es sah echt aus wie ein, zugegeben, krankes Versteckspiel.
Der restliche Tag verlief relativ ereignislos. Ich bildete mir öfters ein, diese Gestalt zu sehen, aber irgendwie war sie doch nie da, bis ich am nächsten Morgen aufstand. Es war ein Sonntag, also hatte ich gestern und heute keine Schule, und ich wachte mit höllischen Schmerzen im Bauch auf. Aber nicht Übelkeit, sondern eher, als ob ich dort Wunden hätte. Ich setzte mich auf und das Erste, was ich bemerkte, war ein riesiger roter Fleck auf der Bettdecke. Nichts Gutes ahnend, zuckte ich noch einmal vor Schmerzen zusammen. Ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht vor Schmerz loszubrüllen. Natürlich zog ich sofort die Decke hoch und mein Shirt so weit, dass ich den Ursprung des Fleckes sehen konnte. In meinen Bauch, in riesigen Buchstaben eingeritzt, stand nur eines. Finde mich. Jetzt fing ich erst recht an zu kreischen. Mein Schrei hallte durch das ganze Haus und weckte auch meine Eltern. Beide standen innerhalb von Sekunden in meinem Zimmer. Sie starrten mich an und verfrachteten mich sofort ins Auto, um mich zum Arzt und danach zum Psychiater zu bringen. Natürlich glaubten sie, ich hätte mir die Wunden selbst zugefügt. Alle Widerrede half nichts und so verbrachte ich den Tag bei verschiedensten Ärzten, die seltsame Diagnosen von wegen Paranoia stellten und mich zur Weißglut trieben. Am Ende des Tages war ich fertig mit den Nerven. Doch als ich nach Hause kam, fand ich wieder etwas, was mich zum Heulen brachte. Eine dunkelrote Rose auf meinem Bett und daneben ein Pik-König. Auf der Rückseite stand logischerweise eine 2. Tränen liefen mir nun die Wange hinunter und ich setzte mich auf mein Bett. Ich schmiss die Karte weg, einfach weg! Oh, wo bist du? Flüsterte ich. Ich wollte nicht mitspielen. Ich wollte nicht suchen. Du musst mich suchen, sonst finde ich dich. Das Spiel ist fast vorbei. Na, geht doch. Ich wurde die Hoffnung nicht los, dass es wieder gehen würde, wenn das Spiel vorbei war. Hoffentlich. Am nächsten Tag sollte ich nicht zur Schule. Montag saß ich die ganze Nacht wach in meinem Zimmer und hatte einfach Angst. Bis am Morgen Mom und Dad reinkamen und sich verabschiedeten. Sie mussten beide zur Arbeit und natürlich, wie es immer ist, wenn ich nicht alleine bleiben will, waren heute wichtige Termine, die sich nicht verschieben ließen und die bis spät in die Nacht reingingen. Natürlich lag auch heute eine Rose, dieses Mal schwarz, und eine Spielkarte hier. Heute war es das Pik Ass. Doch im Gegensatz zu den anderen Karten war sie nicht nur mit einer 1 beschriftet, sondern auch mit: Dies ist deine letzte Chance. Finde mich. Todesmutig stand ich auf. Ich lief ängstlich und kreidebleich in die Küche und nahm das größte Messer, das ich finden konnte. Danach rannte ich schnell in mein Zimmer und setzte mich zurück auf mein Bett. Hier würde ich heute bleiben. Schnell griff ich aus dem Bücherregal ein Buch, bevor ich begann zu lesen. Es wurde immer später. Mom und Dad waren den ganzen Tag weg. Als die Dunkelheit sich langsam über die Stadt legte, begann ich echt noch Dinge zu sehen. Als ob hier etwas wäre. Jeder Schatten sah aus wie jemand, der hier stand und nur darauf wartete, mich zu zerfetzen. Doch ich schaute nicht von meinem Buch auf. Nein. Das Spiel ist fast vorbei. Ich komme schon immer näher zu dir. Dir bleibt nur noch eine Chance, mich zu finden, bevor ich dich finde. Eine Chance. Ich überlegte, ob ich sie nutzen sollte oder fliehen. Irgendwohin, wo es mich nicht fand. Doch, was, wenn es im Flur war? Nein, ich verlasse mein Bett nicht. Als ich dann ein Kratzen an der Tür wahrnahm, brach ich in Tränen aus. Bitte! Bitte!
schluchzte ich. Es konnte doch noch nicht vorbei sein. Ich wollte doch gar nicht spielen. Bitte. Doch es war zu spät. Die Uhr sprang auf Mitternacht. Und 60 quälende Sekunden lang hörte ich es an der Tür kratzen. Bis mir bewusst wurde, dass es gar nicht die Zimmertür war. Es war mein Schrank. Wieso? Wieso tust du mir das an? Schrie ich meinen Schrank also an. Ich will nur mit dir spielen. Und du hast verloren. Du bist ein so langweiliger Spielpartner. Und deswegen hole ich mir jetzt auch meinen Gewinn. Die Schranktür bewegte sich. Und eine Hand mit langen, dünnen Fingern guckte heraus, welche die Tür langsam öffnete. Weiter sah man erst einmal nur Schwärze, bis man in ein schreckliches Gesicht blicken konnte. Dieser Anblick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Mund war bis zu den Ohren aufgeschnitten und mit Fäden wieder zusammengenäht. Die komplett weißen Augen ohne Pupille blickten starr zu mir. Die Haut dieses Dinges war weiß und schwarz. Weiße Haare umgaben das Gesicht. Es sah einfach nur scheußlich aus. Und dann durchjagte mich eine schreckliche Erkenntnis. Das war die Gestalt aus meinem Traum. Langsam kam sie auf mich zu und beugte sich ganz nah über mich. Game over.